Sehr gut. Okay, geht los. Schön, dass du da bist, Achille. Danke. Es ist jetzt über 2 Jahre her, dass du hier warst das letzte Mal, oder? Du hast auf jeden Fall, das haben wir vorhin schon besprochen, du warst mit uns in der Köpenicker Straße und bist mit uns hier hingezogen. Wir fangen vielleicht ganz vorne nochmal an, bevor wir über deine Ausbildung sprechen und wie das alles ist. Wie war denn in deinem Heimatland, wie war da deine Berufssituation? Hast du dort schon gearbeitet oder wie war da deine Situation, wenn du das beschreiben kannst? Ja, aber in meiner Heimat, ich habe nicht lange gearbeitet, weil viele Probleme. So, ich habe Marketing gemacht. In einem Büro, oder? Nee, zur Schule. Ja, Schule, okay. Ja, und später, ich habe eine Ausbildung als Elektroniker gemacht. Ach, schon in Kamerun? Mit einem Freund hat mir diese Arbeit, er hat mit mir diese Arbeit gelernt, in Kamerun, diese Elektroniker. Ich habe Handy repariert, Hause Elektriker gemacht, alles so. Und ich habe gesehen, das war schön für mich, weil ich habe viele, wie kann ich das sagen? So, ich mag diesen Job, weil wenn ich mache etwas und dann das funktioniert, ist sehr gut für mich. Es hat geklappt, das Reparieren und dann funktioniert es wieder. Ja. Und dann ist, okay. So. Und er hatte einen Laden oder wie war das? Oder eine Firma? Oder? Ja, eine kleine Firma. Eine kleine Firma, okay. Ja. Wo auch noch andere Leute gearbeitet haben oder ihr zu zweit? Nee, wir waren 4 Leute. 4 Leute wart ihr, okay. Ja. Und dann hast du auch mit Personen zu tun gehabt, bei denen die Handys kaputt waren oder hast du nur repariert? Oder nee, mit Leuten, wenn... Ah, okay. Sie kamen zu euch und haben gesagt, okay. Ja. Okay. Und dann... Das hat dir so Spaß gemacht, du wolltest das eigentlich immer weiterarbeiten oder hattest du eigentlich keine Lust mehr? Nee. Ich habe viel Spaß, wenn ich mache diesen Job, weil für mich ist sehr, ich weiß nicht, wie kann ich diese sagen, aber ich mag diesen Job. Es gefällt dir, dass Sachen wieder ganz sind, nicht mehr kaputt? Ja. Okay. Und Elektronik hat dir auch Spaß gemacht? Ja. Okay. Und dann bist du nach Deutschland gekommen. Wann war das ungefähr, dass du nach Deutschland gekommen bist? Ich, 2015, ja. 2015, okay. Ja. Und dann wolltest du auch gerne weiter Elektroniker werden? Oder? Okay. Ja, also Elektroniker oder Elektriker gemacht. Also das war auch dein Ziel, als du hier angekommen bist? Okay. Und dann, was hast du, dann hast du Deutschkurse erst gemacht? Und ich habe Deutschkurs gemacht und dann eine... Ich habe einen Freund hier gesehen, er hat mir eine kleine Zettel für Aivo gegeben. Aha. So, er hat gesagt... Er war vorher auch schon hier? Nee, ich weiß nicht, aber ich denke nicht. Okay. Er hat gesagt, du kannst dort gehen und dann fragen, ob du kannst diese Ausbildung bei Aivo gehabt. Und ich habe gesagt, okay, ich gehe dort. Aber ich war das erste Mal früher in der Köpenicker Straße. Genau. So. Okay, das heißt, du warst seit 2 Jahren in Deutschland und dann bist du zu Aivo gekommen. Ja. Und weißt du noch ungefähr, wie dein Deutsch da war damals? Was hast du für Deutschkurse von? Weißt du ungefähr noch? A2. A2. Bis A2, ja. Bis A2, ja. Alles klar. Ja. Und dann warst du bei Aivo und wie fandest du Aivo am Anfang? Wie war das für dich? Aber am Anfang, ich habe gedacht, wir machen nur einen Deutschkurs, aber später werden wir hier angezogen. Ja. Und ich habe alle diese Material gesehen, ich habe gesagt, oh, okay. Okay, du kannst Sachen wieder reparieren. Ja. Sehr gut. Und was kannst du dich noch an ein Projekt erinnern, das du besonders gut fandest, etwas, was du gebaut hast? Wir haben diese
wie das Name, diese Statue gemacht mit Gips, mit Obst und Gips, diese. Mit so Brokkoli. Alles klar, ja, ich erinnere mich. Ja. Das, diese Weltkugel, oder? Eine Weltkugel Gemüse. Ja. Okay, das fandest du gut. Was fandest du gut daran? Was war so gut? Ja, viel Spaß, ja. Das war okay. gut. Das war einfach witzig. Ja. Okay, und währenddessen, also kannst du dich noch erinnern, du warst ja, glaube ich, über ein Jahr bei Arrigo, oder? Also ich glaube, du bist 2017 und dann bist du 2018, ja. bist du in die Ausbildung gegangen. Ja. In der Zeit, wie ging es dir da während der Zeit? War das immer schön für dich, hierher zu kommen oder schwierig? Oder kannst du das noch... zu Arrigo? Ja, genau. Nee, das war nicht schwierig. Also es war schön für dich? Ja, jeden Tag, dreimal... per Woche, ich denke. Mhm. Ich war hier in Arrigo. Mhm. Ich denke Montag, Dienstag, Mittwoch. Mhm. Drei Tage, jeden Tag, ich war hier. Das war gut für mich, weil für mich mein Projekt, ich wollte diese Ausbildung als Elektriker haben. Das war mein. Und war das nicht komisch für dich, dass du hier mit Holz und mit Gips gearbeitet hast? Oder dachtest du, okay, du, das ist auch schön, ja, ich lerne? Ja, auch schön zu lernen. So. Aber mein Problem war, ich wollte diese Ausbildung. Ich wollte diese Ausbildung. So, ich mache was Arrigo sagt und dann sage, du musst warten, du kannst diese Ausbildung arbeiten, oder du musst warten. Mhm. Ja. Ja, Elektriker ist ja auch eigentlich eine schwere Ausbildung, ja. Also habe ich gehört. Ja. Also es ist schwer, eine Ausbildung Platz zu bekommen und die Ausbildung ist auch schwer, aber darüber können wir auch gleich nochmal sprechen. Noch eine letzte Sache vielleicht zu Arrigo, wenn du dir vorstellst, was war nicht so gut? Gibt es irgendetwas, was dir nicht so gefallen hat bei Arrigo oder was du schwierig fandest? Nee, alles war gut. Alles war gut? Ja. Okay. Sehr gut. Für mich, ja. Perfekt. Und du hast ja auch Innungen gemacht, ne? Ja. Und andere Workshops. Was ist dir da vor allem im Gedächtnis geblieben? Für Innungen, wir haben eine Lampe gebaut mit eine kleine Lampe, so im Innung. Mhm. Also das war auch mein... Das war auch Elektriker. Dann hat ja alles super, das hat ja super gepasst dann auch. Okay, ja. Dann warst du also auch ganz zufrieden damit. Also ist dein Berufswunsch, du hast schon in Kamerun als Elektriker gearbeitet, bist dann hierhin, wolltest das weiter und dann hat das auch geklappt. Das ist perfekt gelaufen. Ja. In der Hinsicht. Okay, und dann hast du deine Ausbildung angefangen. Wie ging das los? Du hast ja nicht sofort einen Vertrag wahrscheinlich bekommen, oder? Oder ja, wie kam das mit der Firma? Ich war mit Emi oder Niki, ich weiß nicht, im ersten Mal zu diesem CV gegeben. Mhm. Aber es war das erste Mal, ich bekomme einen Arbeitsvertrag für eine Elektrikerfirma. Ach, das war eine andere Firma noch? Ja, okay. Aber nicht für Elektrikerarbeiten, so nur diese Zähler kontrollieren. Ah, okay. So eine Helfertätigkeit. Ja. So, wo man in die Wohnungen geht und guckt. Okay. Ja, aber das war nicht mein Wunsch. Mhm. So, ich habe gesagt, ich wollte nicht machen das. Mhm. Und er hat gesagt, ja auch. Du musst warten und so. Und zweimal ich bekomme diese Nachricht für Pirsch Elektronik. Pirsch Elektronik, ja. Da, wo du jetzt arbeitest. Ja. Und er hat mir einen Termin gegeben und ich war dort eine Vorstellung gespräch. Und das war gut. Er hat gesagt, du kannst mit mir arbeiten. Und dein Praktikum hast du erst gemacht? Oder? Ich habe erst mal Praktikum gemacht. 2 Monate, ich denke. Okay. Ich habe erstmal 2 Wochen mit ihm so getestet. Ja, und dann hat mir einen Monat nochmal mit dieser Prüfung gemacht. Und später hat mir einen Ausbildungsvertrag gegeben. Ja. Alles klar.
Und jetzt bist du seit, du hast vorhin gesagt, du bist jetzt im dritten Lehrjahr. Das Ja. heißt, du hast 2 Jahre schon gemacht. Ja. Wenn du noch mal ganz an den Anfang denkst, wie war es ganz am Anfang, die Ausbildung zu machen? Was, gab es irgendwas, was dich überrascht hat oder was komisch war? Oder war es eigentlich alles ganz, wie du es erwartet hast? Nee, am Anfang, weil ich habe gesehen, Elektriker hier in Deutschland ist nicht ganz wie in Kamerun, aber schwierig hier als in Kamerun. Was ist schwieriger? Weil in Kamerun, wir benutzen nicht für alles zu Hause diese Klingel oder Telefondose oder alles. Nee. Wir machen nur Steckdose oder Schalterdose Aha. und Es gab mehr Aufgaben, ja, und wir machen diese Installation einfach, so nicht wie hier. Am Anfang war ein bisschen schwer für mich, weil ich habe gesehen, das war anders. Aber halbe Jahre, ich hab richtig verstanden, wie diese funktioniert. Ja. Also dann in der Praxis, die Praxis war dann alles okay, du konntest Ja. normal mitarbeiten. Ja. Und wie funktioniert das? Gibt es eine bestimmte Person, die dir immer hilft oder die immer dabei ist, die dir zeigt, wie etwas funktioniert oder? Ja, ich arbeite mit einer Kollegin. So, erste Jahr, ich habe mit ihm immer gearbeitet. Und im zweiten Jahr, mein Chef hat gesagt, du musst jetzt alleine arbeiten. So manchmal für viele Wohnungen. Er gibt mir nur den Plan und sagt, du musst so machen und dann ich mache alles Ah, da musst alleine. du selbstständig werden Ja. quasi. Sehr gut. Und dann gibt es ja in der Ausbildung auch noch Praxis und Theorie. Also du bist auch in der Berufsschule. Ja. Wie war das für dich am Anfang, Die Berufsschule? Berufsschule, ja, Es ist eigentlich ja Sprache. immer das Schwierigste, ne? Ja, Ja. wegen Sprache, aber Mathematik, ich mache gut, weil ich Okay. verstehe Aber sie Mathe ganz ist gut. wichtig oder ist nicht so wichtig? Ist wichtig, Ich wichtig, okay. ja, sehr wichtig in Ja. diesem Beruf. Ja. So Mathematik ist für mich, ich liebe Mathe. Okay, das ist So, ja super. ja, und aber ich habe eine Zwischenprüfung gemacht, meine erste war letztes Jahr, ja, aber In der ich Hälfte von der bekomme Ausbildung ist das nach 1,5 Jahren oder wann ungefähr? eineinhalb Jahre, ich denke. 1,5 Jahre, okay. Ja. Ja. Ich habe letzte Jahr meine Zwischenprüfung gemacht und ich bekomme gute Punkte. Sehr gut. So, Glückwunsch. ja, danke, ja. Und jetzt, ich mache weiter. So. Okay, aber Deutsch ist, sagst du, ist schwierig. Ja. Was ist da schwierig, die ganzen Aufgaben zu verstehen oder den Ja, die Inhalt? ganze Aufgabe zu verstehen. Aber die Aufgabe mit Mathe, ich kann das einfach machen, weil Okay, weil du ich verstehe, ja, die Logik aber kennst. nur schreiben, alles ist ein bisschen Ja, schwierig. okay. Okay, so ist es ja meistens so. Deswegen ist es sehr, sehr interessant, so zu gucken, wie es dir damit geht dann, weil, also man hat, wenn du das nochmal erklären kannst, du hast ein paar Wochen, in denen hast du Praxisunterricht, oder? Und dann ein Nee, paar ich Wochen, in habe denen hast jeden du Montag jeden Montag, okay? Berufsschule. Ah, jeden Montag ist das bei Ja, dir, jeden alles klar. Montag und manchmal Freitag. Okay. 4 oder 5 Mal in halb Jahre. Ich habe Freitagsschule und jeden Montag, ich habe auch Berufsschule. Okay, und an den anderen Tagen hast du, da arbeitest du ganz normal. Ja. Okay, also so sieht eine Arbeitswoche aus. Und jetzt so ein Arbeitstag, wenn du praktisch arbeitest als Elektroniker, seid ihr in anderen Wohnungen oder was macht ihr in leeren Wohnungen oder geht ihr in Wohnungen, wo auch Menschen noch wohnen oder auf Ja, Baustellen? nee, nee. Wir gehen in Leerwohnung. Okay. Und nicht zu viel in Wohnung, wo Menschen wohnen. So, wir machen in eine für Leerwohnung, Okay. manchmal.
Also wenn sie renoviert werden müssen Ja, oder neu gebaut werden. Renovierung, ja, neu gebaut, Alles ja. klar, ja. Okay. Und jetzt bei Corona, du hast vorhin schon ein bisschen erzählt, aber wie ist das anders geworden dadurch oder weniger Arbeit oder? Nee, Okay. jeden Tag hier haben wir Arbeit. Also die Arbeit ist gleich Ja, viel. nicht Alles gleich klar. für mich. Jeden Tag ich Ja. arbeite. Und 40 Stunden die Woche oder wie viele Stunden hast du in deinem Job dann? 40 Stunden. 40 Stunden, Ja. okay. Die Woche. Und gibt es etwas, was nicht so gut ist in deiner Ausbildung? Also außer dass Berufsschule mit Deutsch schwierig ist, aber gibt es sonst noch irgendetwas, was. Was hier schwierig ist in Berufsschule, ist diese Unterricht Sozialkunde. Sozialkunde, was ist Ja. schwierig? Aber es ist zu stark, ich weiß nicht, Okay. das ist Vielleicht kannst du kurz erklären, was macht man in Sozialkunde? Was lernt ihr? Politik, Politik, politisch, okay. ja. Ja. Aber ich verstehe nicht ganz gut diese Sozialkunde. Weil du dir das alles Das neu ist ist für dich nur und Deutsch. das ist nur Deutsch, okay. Und Ja. du würdest dir wünschen, dass es auch weltweit über andere Sachen ist? Ja, Okay. das ist nur Deutsch oder so. Okay. Und deswegen ist das langweilig für dich oder langweilig Ja, und schwierig? ja. Ja. Okay. Hast du während der Ausbildung irgendwie Nachhilfe oder sowas? Bekommst du sowas? Also, dass du noch einen Unterricht nach der Ausbildung hast, also nach dem Arbeitstag oder nicht? Es gibt Leute, häufig ist das so, auch in der Schule, wenn Leute etwas nicht so gut können oder wenn es sozusagen schwierig ist, zum Beispiel, weil du gesagt hast, Deutsch war am Anfang schwierig. Hast du noch Deutschunterricht zusätzlich Ja, bekommen? Okay. ich bekomme noch in Berufsschule eine Deutschunterricht. Jeden Montag haben. In anderer Schule auch, Name ist, ich denke auch, Aber auch eine. Heinmoller-Schule, Ah, immer okay. so, auch so. Ich war dort jeden Montag, 1,5 Jahre. Okay, aber jetzt nicht mehr, aber? Ja. Okay, alles klar. Und wenn du jetzt nochmal guckst, du warst bei Arrivo und jetzt machst du die Ausbildung, wo hast du ein Gefühl, wo ist der Unterschied zwischen bei Arrivo sein und in der Ausbildung sein? Ich sehe nicht. Kein Unterschied? Also vielleicht, dass die Leute hier entspannter sind und bei der Arbeit ist es stressiger oder ich weiß nicht. Nee, Gibt's. ich habe keinen Stress zur Arbeit. Ah, okay. Weil es dir so viel Spaß macht wahrscheinlich. Ja. Dann ist es ja super. Ja, ich habe keinen Ja. Stress. Ja, jeden Tag, ich gehe zur Arbeit. Mit Glück, alles so. Ich habe keinen Okay. Stress. Und bei Arrivo war es aber auch so. Also dir macht einfach Spaß zu Ja, arbeiten. bei Arrivo auch hier, aber ein bisschen langweilig, weil bei Arrivo ist nicht jeden Tag Elektriker oder Okay. das. Okay, weil man nicht die ganze Zeit das machen kann, was du machen willst, sondern es andere Sachen gibt. Also deswegen, weil du sagst, bei Aribo ist nicht jeden Tag Elektriker, deswegen ist es ein bisschen langweiliger. Ja, weil bei Arrivo gibt es auch diese Arbeit mit Holz, mit Obst, alles Ja, so. stimmt, mit Gips. Ja. Die Gipswelt. Wenn Aber du. das war auch gut, weil ich habe hier in Arrivo gelernt mit dieser Gips, Ja. weil auch in Elektrika wir machen diese Dose Ah, an die okay. Dann war Wand das sogar mit Gips, hilfreich. ja. Ah, also manchmal weiß man gar nicht genau, was man dann noch braucht Ja. später. Ah, okay. Wie ist es mit deinen Kollegen bei der Arbeit? Ist das gut? Ja, Sind sie mein nett? Kollege, am Anfang war sehr, wie kann ich sagen, so, warum streng, so, warum machst du diese oder? Aber ich habe gesehen, er wusste nicht, so, diese Elektriker ist nicht in meiner Heimat wie in Deutschland. So. Aber später, er hat verstanden und jetzt alles ist gut mit meinem Kollegen. Sehr Ja. gut. Also versteht euch jetzt gut. Wenn du jetzt den Arrivo-Teilnehmern, die noch hier sind, sagst, das ist ganz wichtig für die Ausbildung, das wusstest du vorher nicht, was würdest du ihnen für einen Tipp geben? Was ist wichtig?
Wenn man kommt hier in Deutschland, muss erstmal Deutsch lernen. Und das ist auch für die Ausbildung wichtig? Ja, ist wichtig für die Ausbildung. Erste Mal. Aber man muss auch, ob man, wenn man wollte Elektriker machen oder ich weiß nicht, andere Arbeit machen, er muss erstmal Mathe wissen. Okay. Das ist wichtig. Also Mathe und Deutsch? Ja. Und Sozialkunde? Nein. Okay, jetzt vielleicht noch eine allerletzte Frage. Was wünschst du dir für die Zukunft oder für nach der Ausbildung, wenn du die Ausbildung schaffst? Du hast in einem Jahr, hast du gesagt, ungefähr eine Prüfung. Ja. Und wenn das klappt, was wünschst du dir? Einen guten Job haben, im Elektriker so. Mhm. Und in Zukunft, für mich ist wichtig, weil ich wollte auch einen Betrieb haben. Ah, du willst selbstständig? Ja. Selbstständig. Okay. So wie in Kamerun quasi? Ja. Okay. Sehr gut, schön. Dann wünschen wir dir, dass das klappt. Danke. Mit dem eigenen Betrieb. Und danke, dass du da warst. Danke. Dann danke.